Ja, und da habe ich ihn auch schon gefunden in dieser schönen neuen Folge von Alien Isolation. Willkommen zurück, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, um dich hier mit mir in dieser komischen Raumstation der Sevastopol rumzutreiben und wieder mit dem A-Bug. Das ist auch immer sehr interessant, dieser A-Bug. Und man muss, ich weiß nicht, warum meine A-Taste manchmal nicht geht. Ich weiß nicht, ist das der jahrelange Cola-Konsum? Ich drücke dann immer irgendwelche Tasten nochmal mehrfach und dann geht's. Vielleicht ist das auch eine ganz andere Tastenkombo als eigentlich geplant. Fuck! Fuck! Alter Schwede! Was habe ich getan? Was habe ich mal getan? Sind das jetzt, stehen die alle auf? Oh Gott! Jetzt geht's ja richtig heiß hier. Mach die Tür wieder auf, mach die Tür wieder auf, Mann! Ich muss die Tasche dabei, das ist scheiß auf Batterie. Scheiß auf Batterie, scheiß auf Batterie. So, jetzt muss ich hier durchkommen irgendwie. Sei nicht, der bewegt sich jetzt auch noch. Tür verschlossen? Tür verschlossen? Ausschalten! Was brauchst du das denn? Drücken Sie A! Und jetzt fängt es nämlich an, problematisch zu werden. Ah, von hinten schlagen ist aber gar nicht nett, du Arschloch. Oh Gott. Der hat mich aber noch nicht richtig gepackt. Nix da, du kleine Sau. Verpiss dich. Oh fuck. Nein! Ich drück A! Jetzt weg hier. Weg hier. Die sind zu stark. Puh. Sag mir nicht. Komm rein. Zack. Schnell, bevor der dich packt, Mario. Apollo Transit ist ausschließlich leitenden Angestellten von Seeksen und Syntheten vorbehalten. Okay, dann muss ich irgendwie einen Weg finden, direkt mit Apollo zu sprechen. Biologische Gefahren, Eindämmungsstufe Omega. Alle Berechtigungen widerrufen. Ich habe für sowas keine Zeit. Gute Idee, Samuels. Zeigt er jetzt sein wahres Gesicht? Aber er sieht uns nicht. Samuel, Samuel. Du alter Judas. Ah, ich kann es ja eh nicht basteln. Mir fehlen die Komponenten für den Scheiß. Also langsam werden die Medikits knapp, wenn das so weitergeht. Deswegen speichere ich mir das lieber nochmal auf. Finden Sie Samuels. Er war doch gerade da. Tja. Erstmal wieder einen Überblick schaffen. Dann müssen wir da raus, okay. Aber ich bin schon wieder ein bisschen zu hardcore am Zocken, das Spiel. Ich merke das gerade wieder. Aber Sucht ist Sucht, ihr kennt das Problem. Wenn du einmal dabei bist, dann zockst du halt auch gerne mal ein paar Stündchen. Oh, und lässt die Taschen dann bebrennen. Alter, jetzt habe ich schon wieder eine komplette... Das könnte die letzte Batterie sein. Ach du Scheiße. Jetzt ganz ehrlich, wenn ich jetzt da durchgehe. Oh, er sieht auch sympathisch aus da vorne. Ihn gucken wir uns mal näher an. Ja, der hängt. Hier beim Rechner. Alter Finne. Oh, das ist eine Lady gewesen. Tut mir leid für Sie, junge Frau. Tut mir leid. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass wenn wir jetzt da lang gehen, dass dann alle sich aktivieren. Ihr riecht das wahrscheinlich auch schon selber. Es wird bestimmt so eine Nummer. So eine ganz miese. Okay. Ey, was soll ich mit saven? Das ist noch ein Computer. Es wäre mal echt nicht verkehrt, mal wieder einen Savepoint zu finden. Vielleicht sollte ich mich da erstmal hinbegeben. Suzanne, Liebste, ich muss unsere Verabredung verschieben. Ja, nicht mehr lang, bla bla bla. Termin im Ausstellungsraum. Null Termine, Date Night am Freitag, alles klar. Ist ja nicht so viel an Termin. Letzte Chance. Badding, ich rechne damit, dass die VIP früh ankommen. Alles klar, die Very Important Persons. Wips, sagt man ja auch. Okay, ich tu's. Du bist nett. Was ist mit dir? Du bist vielleicht ganz in Ordnung. Doch was ist mit dir? Und mit dir?
Und mit dir? Einer von denen rastet doch aus. Wenn ich eher hier. Oder erst wenn ich erfahre, dass die Tür einfach verschlossen ist. Okay. Warum entkommen? Warum nicht einfach gehen sie, verlassen sie, finden sie einen Ausgang? Warum entkommen? Okay. Ich bin schon weg, wenn es sein muss. War es das schon oder was? Hä? Stimmt da was nicht? Die sind hier, haben mich doch gar nicht angegriffen. Vielleicht weil ich sie erst alle erstarrt habe mit meinem Blick. So. Magnum. Falls wir Zuländer gesehen haben. Yeah. Ja, jetzt bin ich doch eigentlich entkommen. Oder? Da würde ich mal fast behaupten. Weil die Tür ist ja verschlossen, das ist das Problem. Deswegen geht die Mission, die mir jetzt hier so vorstellig werden, nicht so richtig auf. Dann soll ich da hinten raus oder so. Könnte natürlich was dran sein. Vielleicht ist das Entkommen. Oder ich habe irgendeinen Trigger nicht ausgelöst. Na, da können wir jetzt aber lange rätseln. Okay, da Taschenlampe brauche ich jetzt nicht. Spare ich mir lieber. Vielleicht ist die letzte Batterie. Wir wissen es nicht. Okay, ich gehe da nochmal rein. Aber die sind noch nicht ausgerastet. Da muss es hier einen anderen Ausgang geben. Kann ich den eigentlich ganz auf die Fresse gehen? Finde ich ein bisschen doof, dass ich jetzt nicht schlagen kann oder so. Wie sich das wieder anhört, ne? Dass ich die nicht schlagen kann oder so. Habe ich da irgendwas in diesen Nachrichten übersehen? Aber irgendwie... Sie hatte auch nichts dabei. Sprengkapsel, Hammer. Und da ist auch hier nur so ein Ladungs... blablabla Gedöns, das haben wir auch. Das war wahrscheinlich die Suzanne. So, die da liegt. Ja, aber... Das ergibt für mich keinen Sinn. Finden Sie Samuels? Entkommen Sie aus dem Ausstellungsraum der Syntheten. Wahrscheinlich müsste ich da durch. Aber vielleicht irre ich mich jetzt hier auch und verschwende ja voll die Zeit und bin schon mit dem Rückweg eigentlich schon längst richtig gewesen. Was auch sein könnte, da müsste ich aber komplett zurücklatschen. Oder hier ist irgendwas nicht ausgelöst worden, was eigentlich hätte ausgelöst werden müssen. Stellt sich gerade meine Frage. Wegen meinem eisernen Blick wahrscheinlich. Egal, ich gehe wieder zurück, weil ich sehe jetzt auch nicht, was ich da machen könnte spontan. Vielleicht bin ich auch schon wieder dran vorbeigelaufen. Ihr lacht euch gerade kaputt und denkt, Sarazau, Backe. Das kann doch nicht sein, dass du das nicht siehst. Und dann denke ich immer auch im Nachhinein zuschauen. Ja klar, ey, der ist... Was ist das denn eigentlich für ein Kerl da oben rechts? Weißt du, was ist das für ein Hempel, was der da wieder nicht gesehen hat, was ich ja 15.000 Mal gesehen habe. Aber, wenn du dann Let's Play machst, das ist halt immer wieder, kann man immer wieder ansprechen. Muss man auch immer wieder ansprechen, weil es kommen ja immer viele neue Zuschauer dazu. Und ist halt immer was ganz anderes. Sprung wiederherstellen. Okay, dann wende ich mich jetzt dem zu, oder was? Aber dann gehe ich ja wieder komplett zurück. Das ist doch scheiße, was ich hier mache. Das ist doch... Wir waren doch schon bei unserem alten Freund. So, und da vorne ist nur der eine Synthet. Das kann nicht sein. Irgendwas muss da ausgelöst worden sein, was nicht ausgelöst wurde oder so. Ich will jetzt auch ungern einfach... wenn ich jetzt komplett zurückkehre, hätte ich vielleicht einen Speicherpunkt da zumindest. Ach, vielleicht kann ich echt mal kurz zurück speichern und mach da mal einen kleinen Schnitt, um das nochmal zu finden. Weil ganz ehrlich, irgendwie müssen wir da reinkommen. Aber vielleicht ist hier auch gerade ein Bug. Denn irgendwie ist im Ausstellungsraum ja gar nichts und warum soll ich daraus entkommen? Da stand ja nur, die Tür ist zu und das wäre ja der einzige Ausweg hier, aber dann gehe ich hier komplett wieder zurück. Was mich in dem Spiel jetzt nicht unbedingt wundern würde, aber dann wäre dieser Ausstellungsraum komplett sinnlos, bis auf diese komische... Das kann doch nicht wahr sein. Ich wundere mich wirklich, dass mich hier nichts angreift. Das ist so... Eigentlich so klar, dass einen hier jetzt irgend so ein Vieh anspringt.
Der Sensor. Muss ich in die Hose stecken, den Sensor. Abriegelung, aha. Habe ich da was gefunden? Ja, okay. Haha. Versteckt. Sie haben keinen Termin. Ja, genau, das habe ich mir fast gedacht. Alle Handelsverbände. Sorry, Freunde. Ich habe keinen Termin. Deswegen dauert es bei mir manchmal was länger. Ich komme grundsätzlich eine Viertelstunde zu spät. Nicht wundern. Es geht Persönliches. Auf Neuvergabe. Es kann wahrscheinlich nicht schlecht sein, dass die hier. Komm schon, Neuvergabe. Und was können wir hier aktivieren? Stromreserven. Gasumleitung. Das könnte gut funktionieren. Ja, Mann! Das läuft. Das war mega gut. Ihr Pissnelken! Oh, sorry, dass ich was sage, aber. Das Spiel ist eh nicht für Kinder. Ja, wenn die da reinkommen, sind auf jeden Fall gebratene Hühnchen. Da haben wir alles dicht gemacht. So, was sehen meine alten Augen da? Oh! Bauplan verbessert. Boah, Pumpkin Money. Geil. Alle drei rein. Und saven! Juhu. Save point, save point. What you gonna do? So, Smite liest das. Was soll das heißen? Du hast den Zugang zum Aufzug abgeschlossen. Deine Knarren und Vorräte helfen mir einen Scheiß, wenn der Synthet, der dich gejagt hat, immer noch hier unten ist. Ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat. Er stand in der Anlagenüberwachung und hat deine alten Hefte durchgeschaut. Komm hier runter und mach die Tür auf pronto, Smite. Ausharren. Ausharren, ich weiß nicht. Ne? So, nehmen wir uns mal ein bisschen. Oh, Molotov-Cocktail voll. Verdammte Dreckscheiße. Jetzt liegen hier zwei Mollys und ich kann sie nicht mitnehmen, weil ich mir das alles so aufgespart habe. Das ist natürlich immer ohne EMP-Mini. Mega geil. Ich glaube, wir kriegen gleich richtig fett hier einen auf den Sack von enorm vielen. Irgendwas so soll es laufen. Jetzt würde ich hier gerne nochmal speichern. Kann ich aber nicht, weil davor muss noch was ganz Tolles passieren. Aber wenn hier so viele Molotov-Cocktails sind, ist irgendwas. Ist irgendwas faul. Ist da irgendwas hier? Medkit. Eine EMP-Mine. Alter Schwede, was hier alles rumliegt. Ich muss sagen, das Molotov stört halt auch ein bisschen. Okay. Wie kommen wir jetzt hier? Schlüsselkarte benötigt. Ja, müssen wir uns auf die Suche begeben. Und die wollen immer noch rein, die Burschen. Wir genießen mal kurz den Blick im Weltall. Wow. Hammergeil. Yo, man kann ja nicht alle Tage ins Weltall schauen. Ah, cool. Können wir sogar nochmal speichern gerade. Alter, wie viele EMP-Minen. Zum Glück haben wir davon keine gebaut. Bin ich voll aufgeregt. So, nochmal saven eben. Jetzt sind wir mega ausgerüstet. Das ist geil. Und jetzt können wir den Typen auch in den Arsch treten im Notfall. Aber wir haben es ja clever gemacht. Glaube ich. Hoffe ich. Taschenlampenbatterien, was habe ich denn hier mal sehen? Ich muss mal gerade das Molo-Ding hier wegnehmen. Irgendwo muss hier noch was drin sein, was ich übersehen habe. Eine Schlüsselkarte wahrscheinlich sogar. Wo könnte die liegen? Ja, langsam fangen meine Augen auch wieder an zu brennen. Ist eine Ausweiskarte, ist leider keine Schlüsselkarte, ist nur so ein Achievement-Gedöns. Ah, Medkit. Geil, Alter, der Raum ist ein Schlaraffenland. Revolver-Munition, kann ich direkt nochmal übersaven. Boah, wenn man sich hier in dem Raum mal richtig umgeschaut hat, was ich sonst wahrscheinlich nie gemacht hätte, wenn ich nicht festhängen würde. Ach, komm. Kann doch nicht sein. Vielleicht steht hier irgendwo, wo die Schlüsselkarte ist. Ich hab mir das jetzt eben nur überflogen. Was war denn mit dem Syntheten, der angeblich da unten ist? Und hier? Vorräten auf, bla bla bla. Kreatur. Susanne wird sich wohl nicht mehr melden. Die haben wir ja kennengelernt, die Gute. Aber das ist doch... Hier fehlt es eindeutig an einer Schlüsselkarte. Vielleicht muss die...
Pumpgun-Patrone, die ich beinahe auch noch übersehen, aber der Bursche hat auch keine dabei, oder? Oder habe ich eine schon aufgehoben, unlängst, ohne es mitbekommen zu haben? Könnte natürlich auch sein. Gucken wir nochmal hier rein, die gute Stube. Das ist so schön an hier, das Gras. Oh fuck, Alter, aber wie komme ich zu dieser Schlüsselkarte? Schlüsselkarte benötigt, merkwürdig. Merkwürdig? Boah, scheiße. Alter, die brennen doch übelst, die haben die Tür durchbrochen. Ja, warte mal, ich habe da was für euch vorbereitet. Wer fällt mal die Mollys los? Ah, das war super cool. Oh mein Gott, war das scheiße. Leute. Alter, was mache ich denn da? Nochmal, komm, habt ihr nicht gesehen? Habe ich auch nicht aufgenommen. Okay, also jetzt weiß ich, wo ich die Schlüsselkarte brauche oder was. Oder geht das hier auf Zeit? Ich glaube, wenn ich an die Tür rangehe, kommen die. Dann muss ich die bestimmt alle umlegen jetzt. Deswegen auch. Ja. So, warte. Zack, jetzt hier. Scheiße, jetzt mach ich Mist. Komm mal direkt auf den Weg, werdet ihr brennen, Schweine. Ey, was ist das denn für ein Radius? Ich fackel mich hier nur selber ab. Ah, zum Glück habe ich da einen Safe Point. Ah, was ist das denn für ein Radius vom Molotow? Eigentlich realistischer, ne? Aber man sieht die Flammen gar nicht bis dahin. Man steht, stand jetzt nur ein bisschen davor. So einen halben Meter. Normal ist das ja immer, wenn man an den Flammen steht, da kriegt man was ab, aber... Okay, weiß ich jetzt Bescheid. So, jetzt nehme ich das Molly direkt in die Hand. Angeblich macht das mit dem Brennen aber eh nicht so viel. Aber zumindest kriegen wir die so schon mal beschädigt. So, ich will ihn rein. Jetzt den Achsel rein. Werfen da direkt die Hand auf. Jetzt haben wir hier eine Enge. Das heißt, sie kommen durch beide Gänge. Was haben wir? Haben wir hier noch eine Rohrbombe? Hammer. Fuck, jetzt habe ich ein Riesenproblem. Oh mein Gott. Nein. Scheiße, lass mich los. Oh, die brennen. Alter, wie krass das aussieht. Nein. Und die machen Megaschaden. Die machen Ultraschaden. Oh, scheiße. Ihr kriegt meine Rohrbombe, Freunde. Ihr kriegt meine Rohrbombe. Fett in die Fresse. Yeah! Okay, wie viele leben noch, ihr Schweine? Du willst noch was haben? Kannst noch was haben! Du kannst noch was haben! Du kannst! Nein! Oh Gott! Nein! Wow! Das hat ihm den Rest gegeben. Alter, die Rohrbombe war Gold wert. Aber richtig Gold, ey. Vielleicht hatte eines dieser Dinge eine Schlüsselkarte. Ich hoffe es doch. Alter Schwede, ey. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen Munition dabei. Glaube ich zwar nicht unbedingt. Ah, hallo? Wir haben gar nichts dabei. Oder habe ich jetzt die Schlüsselkarte genommen? Ich habe jetzt gerade so schnell hintereinander E gedrückt. Ah, guck mal, da kann ich die Patronenmunition auch noch mitnehmen hier. Die Patronenmunition, auch gut. Ein bisschen krass, dass man alles einzeln nachladen muss. 4 Schuss können in die Pumpgun rein, gut zu wissen. Alter, wie viel die durchgehalten haben. Überleg mal, 2 Molotow-Cocktails und dann nachher die Rohrbombe und noch diesen... Ich glaube, da war die Schlüsselkarte da drunter, will ich mal behaupten. Nehmen wir da mal mit. Yep. Würde ich gerne überschreiben. Haben wir überlebt, geil. War meine Vermutung, ja, wahrscheinlich, dass wir da irgendeinen Trigger auslösen mussten. Wie eben auch. So, jetzt können wir die Schlüsselkarte benutzen. Und was sich dahinter verbirgt? Das erfahren wir in der nächsten Episode.